Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem brandneuen Video über Geisterforschung. Ich bin heute mit meinem Seelenbruder Christian unterwegs und wir sind gerade auf einer sehr wichtigen Geisterforschungsmission auf dem Dachboden und kommunizieren mit dem Dachbodengeist. Wir möchten nämlich gerne was ausprobieren. Wir möchten ausprobieren, ob diese Stäbe, diese Wünschelruten, ob man damit auch an Spukorten mit den Geistern kommunizieren kann. Und wir möchten das gerne mit dem Dachbodengeist ausprobieren. Und wir möchten euch dabei gerne ein bisschen mitnehmen, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und heute steht auch die Leiter hier. Das heißt, wir können auch in die obere Etage, wo der Dachbodengeist noch aktiver ist. Es bietet sich nun eine seltene Gelegenheit. Bisher nie gezeigtes Terrain. Doch, ich war schon mal da oben, aber ich glaube noch nicht im Dunkeln. Also noch nicht, dass ich es gefilmt habe. Ich war ja schon ohne Kameras in der Nacht oben, aber ich habe es noch nie mitgefilmt. Also in der oberen Etage. Wenn ich doch schon mal oben mitgefilmt habe, korrigiert mich bitte, Leute. Dann weiß ich das jetzt nicht mehr gerade. Ich zeige euch kurz ein bisschen noch die Umgebung. Falls ihr noch nicht wisst, was der Dachbodengeist ist, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich habe über ihn schon öfter mal Videos gemacht. Ihr findet sie alle in meiner Dachbodengeist-Playlist. Gibt sogar eine eigene Playlist vom Dachbodengeist. Christian ist schon oben und wir werden jetzt auch hochgehen. Okay, Leute, ich habe jetzt hier den Geisterdetektor dabei. Und die Stäbe. Und ich versuche jetzt Kontakt zum Dachbodengeist zu bekommen. Bist du hier, lieber Dachbodengeist? Ich habe da unten gerade was gehört. Okay, also ich spüre, dass der Dachbodengeist hier ist. Jeden Fall. Ja, jetzt sieht man mal, wie steil es hier runter geht. Ich habe vorhin schon mal gefilmt. Und wenn man hier runterfallen würde, das wäre dramatisch. Jetzt Kontakt zum Dachbodengeist über die Stäbe auch zu bekommen. Leute, weil hier ist nämlich das Hauptgebiet des Dachbodengeistes hier oben. Und hier ist er noch. Also hier hält er sich noch mehr auf als unten. Dachbodengeist, bist du hier? Kannst du mir über diese Stäbe antworten? Oha, ja. Es klappt tatsächlich. Bist du das Dachbodengeist? Ja, krass. Ganz deutlich. Ja. Also ihr seht, Leute, es funktioniert auch an Spukorten. Stören wir dich hier? Nein. Also, falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, wo wir mit der Haunted Doll das kommuniziert haben mit diesen Stäben, das sind sogenannte Wünschelruten. Und die benutzt man, um mit übernatürlichen Wesen zu kommunizieren. Besonders oft werden sie für die Kommunikation mit Haunted Dolls verwendet. Man kann sie aber auch für andere übernatürliche Wesen benutzen. Und auch für Geister an Spukorten, wie man halt gerade hier sehen kann. Lieber Dachbodengeist, bist du damit einverstanden, wenn ich Christian deinen Namen mitteile? Nein, das möchtest du lieber nicht? Ja, okay. Weil er hat mir nämlich mal seinen Namen in einem Traum gesagt, auf einer Astralreise. Also so ein Astralreisetraum. So ein Traum, der zu einer Astralreise wurde. Und da hat er mir seinen Namen schon mal mitgeteilt. Aber er möchte halt nicht, dass ich den weitersage. Stimmt's? Ja, genau. Du möchtest lieber unentdeckt bleiben. Also möchtest lieber nicht, dass die Leute wissen, wie du heißt, ne? Ja. Möchtest das nur mir anvertrauen? Ja. Ich kenne den ja schon sehr gut. Genau. Lieber Dachbodengeist, ich stelle jetzt noch ein paar Sicherheitsfragen, damit wir wissen, ob wir auch wirklich mit dem Dachbodengeist reden. Bist du ein Poltergeist? Ja, das stimmt schon mal. Bist du ein friedlicher Geist? Ja, das stimmt auch. Was könnten wir noch fragen? Stimmt es, dass du dich am meisten darüber bemerkt machst, dass du redest? Nein,
Das ist auch richtig. Er macht sich nämlich am meisten über Geräusche bemerkbar. Das stimmt, nicht wahr? Ja. Okay. Also ihr seht, Leute, wir sprechen hier tatsächlich mit dem echten Dachbodengeist. Das ist jetzt nicht irgendein anderes Wesen. Weil die Sachen hätte nur der Dachbodengeist beantworten können. Christian, möchtest du noch etwas von dem Dachbodengeist wissen? Hältst du dich nur hier auf oder gehst du auch woanders hin ab und zu? Du musst eine Ja- oder Nein-Frage stellen. Hältst du dich nur hier auf? Nein. Hältst du dich auch noch woanders in diesem Haus auf? Ja. Und außerhalb des Hauses? Nein, also du bist quasi ortsgebunden an dieses Haus hier und besonders an diesen Dachboden. Ja. Okay. Möchtest du sonst noch etwas fragen, Christian? Ich meine, das war's, was ich wissen wollte, meinte ich. Okay. Wir bedanken uns bei dir, dass du mit uns kommuniziert hast, lieber Dachbodengeist. Ja. Dürfen wir auch noch mal wiederkommen? Ja. Also, du weißt, dass wir in friedlicher Absicht kommen, ne? Ja, okay. Dann vielen, vielen Dank und verabschieden wir uns von dir. Tschüss, Dachbodengeist. Und von euch verabschieden wir uns auch, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Tschüss.